Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Enderal. So, in der letzten Folge waren wir mit Duslan in der Abtei in Talgard und haben da ein paar Legierungen abgeholt. Und dann sind wir anschließend hier weitergegangen, weil Duslan braucht jetzt 2 Tage, damit wir da weitermachen können mit der Geschichte. Und haben durch Zufall eine dieser mystischen Kreaturen gefunden, diese aussah, also wie Jygalak, die hieß der stellende Wächter, die sah mal aus, witzigerweise, wie Jygalak. Und wie gesagt, mir war echt nicht bewusst, dass es dieses Model hier auch in Skyrim gibt. Jetzt gehen wir erstmal hier runter, das ist ja hier diese quasi diese Abzweigung, die wir hier gehen. Und anschließend gehen wir zurück und gehen dann den linken Weg lang. Ich habe gesehen, ich habe glaube ich noch 7 Handwerkspunkte. Ich glaube, ich habe keine Bücher mehr deswegen, ne? Nee. Ah, das ist mir so ein Sonnengeborene. Jawohl. Ich höre irgendwo eine Wienwurz. Ich gehe vielleicht mal hier in Schleichen. Und ich heile schon wieder mal wieder gar nicht. Hier haben wir sowas wie ein. Na gut, Hafen würde ich jetzt nicht sagen. Habe ich eigentlich Seelensteine, um die Waffen aufzuladen? Erstmal so einen armseligen. Okay. Machen wir mich schön extra Feuerschaden. Schaden die einfach auch machen. Okay, den Magier habe ich schon mal. Na toll, jetzt bin ich, also ich gerade genau in den Fall reingelaufen. Genau. Ja, wir haben ja schon wieder vom nächsten Level ab gleich. Ich bin immer überrascht, wie schnell das geht. Ach, jetzt habe ich die Axt mitgenommen, wollte ich doch gar nicht. Ah, sieht aus wie Thoriumerz oder Malachit oder sowas. Thoriumerz, das nehme ich auch mal mit. Obwohl wir sowieso kaum was an Schmieden machen, wie gesagt, aber ich will es trotzdem einfach mal ein bisschen mitnehmen. Naja, Blitzmagie entzieht ja auch unser ganzes Mana. Weil ich habe mich gerade gefragt, warum wir auf einmal kein Mana mehr haben, obwohl wir ja eins gezaubert haben. Ach, guck mal, was da ist. Da ist sich noch ein Enderer-Symbol noch versteckt. Jawohl. So, hier sind noch ein paar Schiffe, die so unter Wasser sind. Ich gucke mir die auch gleich noch mal an. ~95. Ah komm, die Eterner Pfeile. Das ist der Vorteil sowieso, dass die ganzen Pfeile hier alle nichts wiegen. Ah, was haben wir denn da? Das ist irgendeine Höhle, die aber nicht eingezeichnet ist auf der Karte. Alte Stellingswerkstatt. Schon komme ich hier rein.
Bin ich gerade entdeckt hier. Der Ort kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, waren wir hier schon oder kommt das erst noch? Ich bin gerade nicht sicher. Ah, Gott, ich falle schon hier runter. Ich meine, ich glaube, wir müssen hier nochmal hin später für die Story sogar. Ah nee, wartet mal kurz. Ach genau, deswegen kam mir das bekannt vor. Ja, wir müssen hier hin, da oben ist dieser Kristallwürfel. Wir müssen sogar hier hin. Ich bin sogar zufällig richtig gegangen. Das hört sich wie so ein Rhythmus an. Ah, wir haben ja einen Aschenbeutel, der hier rumliegt. Und da ist er. Der pyrrhische Kristallwürfel. So, die Gegenstände zur Kurmei bringen. Jawohl. Was machen wir noch? Aber wir gucken uns natürlich hier noch weiter den Talgard erst oben, bevor wir das machen. Habe ich noch irgend so einen Wächter hier rumrollen? Ah, da vorne. So, da geht's raus. Gut. Okay, schauen wir uns noch die Schiffe an, die da im Wasser versunken, halb versunken sind. Ach, oh, hier geht's noch hoch. Rezept Ambrosia, da haben wir schon zigtausend Jahre so gefühlt gefunden. Na gut, aber was Besonderes haben die hier anscheinend aber auch nicht. So, dann gucken wir uns mal das nächste Schiff an. Nee, scheint auch nicht zu sein. Auch wohl, das ist eine Schatulle. Moment. Oh, mit 11 Goldbahnen. Oh. Ah, nee. Also, das war diese Goldbahnstapel da. Oh, Scheiße. Jetzt müssen wir mal ganz schnell hier raus. Ah. Schnell, schnell, schnell. Schwimm schneller. Heieiei. Knappe Kiste. Ich weiß nicht, ich habe gerade ein paar rote Punkte gehabt. Ich weiß nicht, ob es hier Schlachterfische oder sowas gibt. Also doch, ich glaube, hier gibt es irgendwelche Schlachterfische, die mich jagen. Tatsächlich, ein Schlachterfisch oder Knochenfisch heißen die in dem Fall hier. Also ich sogar noch eine Eispranke. Jawohl. Ja gut. Ich glaube, mehr ist die aber nicht. Da können wir wieder zurückgehen. Ja, ich glaube, ich muss mich schon wieder was essen.
So, wie gesagt, das war der rechte Weg jetzt. Es gibt da immer noch einen anderen linken Weg, der uns wahrscheinlich jetzt oben zur Festung und zum Schloss da oben hinführt. So, sind wir hier im Rucksack. So, ich glaube, hier gehe ich jetzt nochmal in Schleichen. Wir können es ja rollen, das geht ja genauso schnell ein bisschen wie Sprinten. Ah, wusste ich's doch. Okay, die knurren irgendwie so die ganze Zeit. Der Russler hat ja gesagt, die können nicht richtig sprechen, dass man sich nicht mit denen irgendwie unterhalten kann. Also oben ist das. Ah, ich komme, glaube ich, automatisch hin, wenn wir jetzt den Weg erstmal weiter folgen. Oben sehe ich doch jemanden stehen. Mal sehen, ob ich den von hinten erreiche. Oh, drei Leute sogar. Ne, sechs Leute insgesamt. Oh Gott, die kommen alle auf einmal. Scheiße. Und einige Bogenschützen. Aber solange da kein Magier bei ist, ist das ja nicht so schlimm. Ja, genau. Doch, da ist ein Magier bei. Wow. So, ich glaube, wir müssen noch mal kurz. Moment, ich habe noch ein paar Gifte. Ich glaube, wir benutzen jetzt mal kurz hier bisschen. Ja, toll. Den habe ich natürlich voll verballert. Guck mal, hier ist down. Jetzt noch zwei Bogenschützen. Gut, ich korrigiere mich, einen Bogenschütze. Na komm, bleibst du wohl stehen. Ja, jetzt aber. Friedenskraut, komm, nehmen wir mit. Kommt noch einer. Eieieiei. Wir müssen nochmal wieder heilen. So, das ist nochmal so ein Käsestück. Quick Save. Ich
Mal sehen, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch schon hier jetzt alle aufgescheucht haben. Könnte gut sein, wenn die ganzen Massen, die gerade auf uns draufgestürmt sind, Talgard entdeckt. Wäre auch Schwarzpulver gewesen. Zwiebeln. Das ist auch wieder so eine Malfassstatue. Okay, hier ist der Haupteingang zu Talgard Residenzhallen. Okay. Ah, verdammt. Der andere bleibt schon brav da stehen, das gefällt mir schon mal. Oh, der Magier geht in den Nahkampf über. Was ist das denn? Was ist denn da los? Und ja, steht einfach nur dumm da rum. Ja gut, das ist ja gut ausnutzen. Ich bin hier, wo willst du hin? Ich weiß das nicht, wo der jetzt hinrennt. Und geköpfen hier. Jawohl. Und Level Up. Durch die ganzen Punkte, sehr gut. Dann machen wir jetzt nochmal auf die Ausdauer, würde ich sagen. So, bevor ich mich jetzt wieder vergesse, direkt Meditation. So, und dann gehe ich direkt den Feuerfall weiter. Stufe 3. 5 Pfeile verursachen zusätzlich 9 Punkte Feuerschaden. 15 Sekunden Wirkungsdauer. So, Rage. Die haben auch zum Teil so eine Art grüne Haut, ne? Grün-graue Haut. So, jetzt gehen wir jetzt mal kurz zu diesem Turm da vorne. Das Sonnenfeuer. Ah, okay. Von dem ist ja diese magische Katastrophe hier ausgegangen. Eine Kristallwitwe. Er hat nichts dabei. Okay, hier kriegen wir auf jeden Fall ganz halt Arkanisten Fieber reingedrückt. So, Dietrich, Tropikgeselle, Schmieröl, kaum Charisma-Trank auch. Als in der Bogen des Flammenzorns, das ist nicht sogar der gleiche Bogen, die wir auch haben. Tatsächlich, ja, komm, nehme ich den nochmal mit. Das wiegt, die Rüstung wiegt mir ein bisschen zu viel hier. Das ist halt des Wandermagiers. Wir heilen mal wieder nicht. Gott. Und mehr ist hier aber auch nicht. So. Und wir nehmen mal noch mal ein bisschen Ambrosia. 14%. So. Haben wir das Ambrosia jetzt mal wieder auf, also unser Erkenntnisfieber auf 0%. Gut. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall noch in den, ja, in den Tempel rein, würde ich sagen.
Oder in das Schloss rein, besser gesagt. So. Talgard Residenzhallen. So. Und wenn wir die haben, da haben wir auch Talgard abgeschlossen. Dann haben wir diesen Bereich auch erledigt. Obwohl die mich nicht sehen kann, konnte der gerade perfekt ausweichen. Ja, genau. Blutiger Schädel. Ja, was die alles immer so in die Taschen haben. Einzelteile, Weizen. Käse, das kommt auch gut. Haben wir Ambrosia. Man merkt auf jeden Fall, dass man jetzt mittlerweile echt mit Ambrosia hier zugemüllt wird und so. Im Gegensatz zu am Anfang ist das noch alles ziemlich rar gesät, weil man ja am Anfang ziemlich auch wenig Geld zur Verfügung hatte und so. Ja, Drecksratten hier, ey. Deswegen mein Tipp, auch wenn man nicht wirklich auf Alchemie skillen möchte, einfach ein bisschen was rein investieren, muss ja nicht viel machen, habe ich ja auch nicht viel gemacht, und dann einfach Ambrosietränke sich selbst herstellen, brauen, hat man am Anfang nicht so viele Probleme mit dem Arkanistenfieber. Also wo das jetzt hier hinführt. Benötigt einen Schlüssel, da kommen wir so erstmal noch nicht rein. Gut, das heißt, da brauchen wir erstmal einen Schlüssel, das heißt links geht es erstmal noch nicht weiter. Dann gehen wir erstmal weiter geradeaus. Oder nach rechts hier. Da kann die Ausdauer trinken, nehme ich vielleicht auch mal mit, aber das Feuergift ist. Obwohl, Moment mal. Anfälliger für Feuerschaden. Ach, jetzt, Mist, jetzt habe ich jetzt die Nahkampfwaffe vergiftet. Hätten wir besser auf unseren Feuerbogen drauftragen sollen. Beziehungsweise man vergiftet ja eigentlich nicht den Bogen selbst, sondern die Pfeile, ne? Ah, Moment. Jetzt habe ich den Bogen, ist nämlich Feuergift mal. Da sind anscheinend so eine Art Lichtquellen, diese Kugeln, so eine Art Lampen. Die spenden auf jeden Fall Licht. Weil so machen wir mit unserem Bogen eigentlich jetzt auch ein bisschen mehr Schaden machen mit. Na, da kommt wieder ein Magier. Na komm, bleib stehen. Man es gerade wieder gesehen, der hat schon grün aufgeleuchtet. Diesmal habe ich ihn aber nicht getroffen. Jawohl. Ach, Lederhaut. Moment, die Lederhaut lasse ich aber, glaube ich, mal hier. Weil die wiegt, glaube ich, 2. Ja, genau, das Eisenerz wollte ich auch nicht mitnehmen.
Ah, hier ist ein Schlüssel. Für die Tür wahrscheinlich da hinten. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Schlüssel für die Tür da hinten und für das Gitter. Ja. Ich sollte auch lernen, richtig den Weg hier hoch zu gehen. Die haben auf jeden Fall irgendwie so grau-grüne Haut. Hat irgendwie was von Ork-Haut oder so. So, dann gehen wir noch schnell zurück zu dem Gitter hinten. Boah, sind aber echt viele von diesen Lichtkugeln hier, ne? So. Quick Save und dann geht's weiter. Die sind auch überall so Gemälde, ne? Das ist auch mir ganz oft aufgefallen. In vielen Dungeons gibt es überall diese Gemälde, diese Bücher. diese Bilder. Sorry, hat auch mit B angefangen. Da geht's in die Quartiere. Okay. Die sehen auch irgendwie zum Teil fast alle gleich aus, ne? Die haben alle so grau-grüne Haut. Alle fast so eine Art Glatze oder sowas. Aber die können auch gähnen. So, ich weiß das nicht. Man kann auch schlecht einschätzen, wer von denen jetzt ein Magier ist, weil die alle diese komische, ja, Klamotten da anhaben. Der ist ein Magier. Der ist auch ein Magier. Pfeife. Was ich mich frage, warum haben die denn Geld dabei? Ich glaube nicht, dass die mit den normalen Zivilisationen handeln, oder? Weil wenn die sich nicht verständigen können, wäre das ja ein bisschen schwierig. Handbuch der Träume und Visionen. Oh Gott, das sind wir richtig viele. Oh, eine schöne Goldschüssel oder Goldfass. So, da krieg ich meinen Pfeil wieder. Blauer Quarz. Laterne durch. Aber nett haben sie es hier. Ein Kamin. Wie viel kann ich jetzt noch tragen? Wo geht der noch? Langsam wird unser Inventarplatz schon wieder eng. So, wir geht's hier hin? Myradenhalle. Okay. Das heißt, Talgat hatte anscheinend damals sogar mal eine eigene Myradenhalle. Jetzt ein bisschen essen nämlich mit, weil so viel haben wir gar nicht mehr davon dabei. Jede Menge Teller. Die Küche. Achso, das war's. Ach, ich dachte, das wäre irgendwie größer hier. Sah auf den ersten Blick so aus. Okay, dann geht's jetzt doch auf in die Myradenhalle. Da läuft der Timer schon. Aber wir schauen uns jetzt auf jeden Fall noch hier weiter um, bevor ich mit der Folge Schluss mache. Da liegt schon mal ein Plan. Das hatten wir aber schon mal.
Ah, das ist da anscheinend vielleicht der Boss oder so. Oder hinten vielleicht. So, ich habe auch noch ein paar Gifte, die ich noch benutzen kann. Okay, es war eine ganz normale Sonnengeborene. Boss war das jetzt aber nicht. Menschenfleisch, ja. Boah, ist doch bestimmt noch ein Boss. Das sieht doch so nach Bosshalle aus. Ja, da. Und hier sind wieder jede Menge Bilder, wie ich gesagt habe. Okay, sieht aber, der sieht irgendwie besonders aus für einen normalen Sonnengeborenen. Urtas. Was ist das denn da für eine coole Klinge? Sieht aus wie der Dämmerbrecher. Urtas. Ah, die. Ach, der hat auch die Schubrins Aschekriegers, Ambrosia. Echo der Lichtgeborenen. Und Schulter bis Level 19 fliehend für 30 Sekunden. Einer Kampfmeister. Das nehme ich auf jeden Fall mit. 36. Jetzt wird es schon langsam knapp mit dem Inventarplatz. Ja. Aber die sind viel wert. Die kann ich eigentlich auch mal mitnehmen zum Verkaufen. So, mal kurz schauen. Also, 51, 51 und das andere Schwert macht 55. Und das Echo der Lichtgeborenen hat auch 55. Hat zwar eigentlich eine unnötige Verzauberung mit Untote fliehen, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir kämpfen zwar ganz oft gegen Untote, aber da laufen die eher weg. Ah, Meister. Verdammt. Gibt's dafür keinen Schlüssel hier irgendwo? Wegestreuenschild der Bastion. Ja, das können wir aber nicht mehr tragen. Obwohl. Doch, können wir schon. Oh Gott, wenn da jetzt nichts was Gutes drin ist, ja. Meisterschlösser mag ich eigentlich nicht so. Na, fast. Wir haben es fast. Jawohl. Ja. Na gut, sonderlich Gutes war da jetzt aber auch nicht drin. Ja, okay. Dann wären wir auch hier fertig. Eine relativ kleine, also sagen wir mal Festung oder Schloss. Von außen sah es irgendwie viel, viel gewaltiger aus, dabei war es doch eigentlich relativ überschaubar. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein paar Sachen verkaufen gehen. Und ablegen gehen. So, und nach rechts ist auch schon wieder der Ausgang. Okay, gut, meine Freunde. Dann würde ich sagen, dass ich an der Stelle wieder einen kleinen Cut setze und wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Bis dann.